Ökumenischer Gottesdienst in Alanya. Das Glockengeläut kommt vom Band. Pfarrer Martin Brunnemann freut sich, fast 100 Gläubige sind gekommen. Zu Hause im Schwarzwald begrüßte er an normalen Sonntagen nur eine Handvoll Mitglieder zum gemeinsamen Gottesdienst. In der Ferne suchen besonders viele Menschen Geborgenheit im Glauben, egal ob Christen oder Muslime, sagt Pfarrer Brunnemann. Eine Kirche gibt es in Alanya nicht, denn als Religionsgemeinschaft wird die evangelische Gemeinde offiziell nicht anerkannt. Die muslimisch geprägte Stadtverwaltung stellt ihr aber einen Kellerraum im Kulturhaus zur Verfügung. Sogar kostenlos. Wir dürfen den wöchentlich benutzen und das ist schon eine tolle Geschichte, ja. Seemannskirche, so heißt das norwegische Gemeindehaus. Es ist ein beliebter Treffpunkt der europäischen Christen von Alanya. Hier wird die hitzig geführte Integrations- und Islamdebatte in Deutschland genau verfolgt. Probleme zwischen Muslimen und Christen gibt es in ihrer Gemeinde nicht, sagen sie. Die Menschen untereinander kommen sehr wohl gut miteinander aus, wenn nicht immer die Demagogen da wären, die versuchten, sie gegeneinander auszuspielen. In dem Moment, in dem sich die Politik der Religion bemächtigt, verliert die Religion ihre Unschuld. Zu den Aussagen von Herrn Wolf, ich kann das nur durchweg bestätigen. Der Islam hat längst einen Einlass in Europa gefunden. Wir leben seit Jahrzehnten mit muslimischen Familien in Deutschland schon. Und von daher hat er längst seinen Einlass dort gefunden. Ne? Im Schatten der Moschee liegt die Wohnung von Martin Brunnemann. Der evangelische Pfarrer aus Hammersbach sucht die Nähe zu seinen muslimischen Nachbarn in Alanya. Austausch statt Abschottung lautet die Devise. Wir wollen dieses Stück Kirchenleben und Gemeindeleben, das existiert, gerne erhalten und als einladende Gemeinde auch andere vielleicht anziehen. Das Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen in Alanya funktioniert relativ reibungslos. Doch die Rechte der religiösen Minderheiten sind in der Türkei trotz kleiner Verbesserungen noch immer stark beschnitten. In Alanya hoffen sie nun, dass Bundespräsident Wulff bei seinen Gesprächspartnern in Ankara in diesem Punkt etwas bewegen kann.